Hi Leute, hier ist der Dave. Heute mal wieder vor meinem Ofen, denn ihr habt ganz viele Fragen mir gestellt. Wie ist es überhaupt, an so einer Küchenhexe zu kochen? Und ihr habt tausend Fragen zum Thema Bedienung der Küchenhexe gestellt. Und ich denke mal, ich mache das in einem kurzen Video, in so einer kurzen Erklärung euch zugänglich. Ja. Zu der Küchenhexe erstmal an sich und beim Kochen normalen auch. Wir haben einmal Kochen auf der Platte und einmal das Backen im Backfach. Und zum Backfach würde ich als erstes etwas sagen wollen. Bevor wir aber zum eigentlichen Kochen kommen wir erstmal zu dem Wichtigsten an so einem Ofen, zu einem Brennraum. Ihr seht, der Brennraum ist hier auf dieser Seite, sprich die meiste Hitze entsteht auch hier. Der Ofen hat zwei mögliche Benutzungsarten. Einmal nur als reiner Kochherd, das bedeutet, hier wird die Hitze erzeugt, der Rauch und alle Abgase gehen direkt dann nach oben in den Schornstein. Sprich, hier wird die Platte am meisten erhitzt, hier ein bisschen weniger und dann gehen sie ab. Die ganze heiße Luft und die Abgase. Es sei denn, ich betätige hier diesen Hebel und dann wird die Luft einmal um das Backfach geleitet und dann erst zum Schornstein raus. So haben wir praktisch den Heizbetrieb und auch den Backbetrieb. Nichtsdestotrotz ändert das nichts an der Tatsache, dass hier sich am meisten Hitze staut. Wir müssen das wissen, denn wenn wir das Backfach befüllen, zum Beispiel mit einem Kuchen, dann ist die meiste Hitze hier und hier ist ein bisschen kälter. Sprich, ihr müsstet vielleicht gegebenenfalls euren Kuchen einmal drehen. Ansonsten wird das hier schon stark braun sein und da drüben noch käsig weiß. Wenn man das weiß, ist es überhaupt kein Problem. Da dreht man halt nach einer gewissen Zeit den Kuchen und alles ist in Butter. Aber diese Öfen backen nie absolut gleichmäßig. Da müsst ihr das rauskriegen. Nach einmal backen habt ihr es eigentlich raus. Aha, da wird schneller braun. Ich drehe den Kuchen einfach mal und dann passt die Sache. Bisschen tricky ist es dann schon, wenn ihr irgendwelches Bratgemüse oder sonst was macht. Dann müsst ihr schon gucken, dass ihr auf jeden Fall beide Seiten immer wieder mal wendet. Sonst ist hier alles schon gar und da drüben nicht. So, dann kommen wir zum Backfach an sich. Ihr seht, ich habe ein ziemlich großes Backfach. Denn ich möchte auch ganz normale Kuchen machen. Und nicht irgendein Mini-Backfach, das wird oft angeboten. Nehmt lieber ein größeres, ihr werdet zufriedener sein. Ich habe meins so gewählt, dass mein Dutch-Ofen auch reinpasst. Denn ich schmore oft mal Fleisch oder sonstiges, mache mir einfach ein Dutch-Ofengericht hier in dem Ofen innen drin. Und dann muss der natürlich auch reinpassen. Ihr habt bestimmt auch einen Römertopf oder ähnliches, wo ihr gern mal vielleicht was macht. Und dann sollte er schon in euren Ofen natürlich passen. So. Jetzt, wie mache ich überhaupt Hitze? Wie kontrolliere ich die Temperatur? Ihr seht hier am Backfach, habt ihr so einen Thermometer, der zeigt die Temperatur. Darauf ist nicht auf den Grad Verlass. Aber eine grobe Temperaturrichtlinie habt ihr. Wie erhöhe ich die Temperatur? Wie kann ich sie senken? Wie mache ich das genau selber auf den Platten? Ist ganz einfach durch die Luftzufuhr. Ich habe gerade eingeheizt und alle meine Lüftungsschlitze sind auf, damit das Holz erstmal hier Mordsfeuer fängt und eine Glut entfacht, so dass ich dann halt anschließend mein nächstes Holz drauflegen kann. Viel Sauerstoff, große Flamme, hohe Hitzeentwicklung. Also mache ich alles auf, wenn ich möglichst heiß haben möchte. Möchte ich ein bisschen, ja, weniger Hitze haben? Ihr merkt es vielleicht schon bei der Flamme, dass die kleiner wird.
weniger Sauerstoff, die Verbrennung wird langsamer und weniger Hitze entsteht. Ich mache jetzt wieder mal auf und dann sieht man schon, da drinnen, da tut sich was. Das Feuer wird mehr. Also darüber kann ich ziemlich gut die Temperatur steuern. Im Bereich des Backofens sehr gut. Habe ich übertrieben und zu viel Hitze reingebracht. Mache ich kurz mal auf, lasse die Hitze raus, mache ich wieder zu und dann merkt man, kann man auch ziemlich gut damit variieren. Zu den Platten, da sieht das wiederum ein bisschen anders aus. Und zwar, die Platten sind ja immer unter Feuer. Hier natürlich wieder mehr beim Brennraum, da weniger. Und das ist ja das Schöne dabei. Möchte ich etwas scharf anbraten, in der Pfanne, oder ich möchte Wasser schnell zum Kochen bringen, dann gehe ich nämlich direkt drüber. Direkt über die Flamme und da bollert es am meisten. Möchte ich etwas langsam garen lassen, verschiebe ich das auf den Bereich, wo die Flamme einfach nicht so weit hinkommt. Bei mir immer am Ofen ist es so, dass sowohl hier hinten in dem Bereich und auch diesen Bereich hier hinten ist am wenigsten Hitze. Sprich, habe ich meine Bratkartoffeln zum Beispiel gemacht und dann möchte ich noch vielleicht ein Spiegelei oder was auch immer zusätzlich machen, kann ich gleich meinen Ofen, also meinen Topf oder meine Pfanne einfach hier nach hinten schieben und da wird das schön warm gehalten. Da kocht das nicht mehr, da ist die Hitze ziemlich gering und da, es hält aber warm. Und hier brate ich halt weiter. Das Schöne ist es, im Gegensatz zu einem Elektroherd müsst ihr immer einstellen und das hat sofort die Hitze und alles. Ist zwar schön und gut, aber ihr müsst immer am Regeln sein. Hier verschiebe ich das einfach. Und ja, es passiert automatisch. Ich muss nur wissen, hier ist es am heißesten, da ist es am kältesten. Welche Temperatur da ziemlich oben ist, ist mir egal. Da seht ihr ganz einfach, ob genug Hitze ist oder nicht. Das merkt man ja halt, wenn es brutzelt oder wenn es kocht. Und dementsprechend könnt ihr das so schön schieben und natürlich an diesen Regler das Ganze einstellen. Die Besonderheit noch bei meinem Ofen, der hat oben nicht eine einheitliche Klappe, sondern er hat noch die Ringe, die man auch rausnehmen kann. Für eine moderne Küche braucht man das nicht mehr. Wenn man aber vielleicht ein altes Waffeleisen hat, was man dann so reinsetzt, da gibt es so Einsätze, um zu drehen, oder man könnte so einen Dutch-Ofen auch direkt über das Feuer tun, oder die alten Töpfe könnte man dann auch da drin versenken. Wenn man so noch kochen möchte, ich benutze das eigentlich gar nicht. Meine Dutch-Öfen zum Beispiel sind alle plan. Oh, hätte man einen Dutch-Öfen, einen Dutch-Ofen zum Beispiel mit Füßchen, könnte man ihn da reinstellen. Wunderbar. Aber normalerweise benutzt man das nicht. Und zu den Töpfen würde ich auch gerne was sagen. Ihr seht, hier ist ja ein gusseiserner Topf, aber hier ein ganz normaler Edelstahltopf. Diese Öfen vertragen alles. Denen ist es egal, ob das Alu, Edelstahl, Gusseisen ist, was auch immer. Solange es Hitze verträgt, kann man es drauf oder reinstellen. Ganz anders bei Induktion, wo ihr manche Materialien nicht verwenden könnt. Da braucht ihr euch gar keine Sorgen zu machen, da geht alles. Das ist wurscht, es entsteht einfach direkte Hitze, nicht über mal Magnetfelder oder sonst etwas, sondern wirklich halt, ja, durch das schöne altertümliche Feuer. Also ihr seht, es ist keine Hexerei, es ist eigentlich ziemlich einfach und ja, durch diese einfache Handhabung ist das Kochen eigentlich gar kein Problem. Natürlich muss man sich ein bisschen gewöhnen, vielleicht eine Woche und danach habt ihr das raus. Beim Backen vielleicht zwei, dreimal backen und dann habt ihr es auch raus, das ist überhaupt kein Problem. Am Anfang tut man sich ein bisschen schwer, vielleicht hat man zu viele Vorurteile gegenüber dem Ofen, so, och, das ist ungenau und Zeug. Nein, nein, ihr habt wirklich schnell die Nase raus und dann, papp, könnt ihr kochen und backen, was das Zeug hält.
Was ich vielleicht noch mal erwähnen sollte, nehmen wir an, ihr habt eine Pfanne und die spritzt. Also ihr habt da Fett und Mords, gibt es da Mordspritze. Das ist genauso wie beim anderen Ofen auch, dass die Spritzer überall halt sich verteilen, wenn man keinen Deckel drauf tut. Bei dem Ofen ist es aber auch so, die treffen wieder auf eine heiße, ja, Platte. Und dann gibt es vielleicht ein bisschen mehr Rauch. Das ist einfach so. Wo ihr vielleicht eure Pfanne auf einem bestimmten Feld nur habt und nur drunter ist heiß, alles andere ist kalt, da wird es natürlich nicht so viel Rauch geben, als wenn es hier irgendwie auf eine heiße Stelle trifft. Ihr seht es hier vielleicht mal an dem Rohr hier, dass da so Fettflecken sind. Das ist normal, das ist das Fett, was sogar hingespritzt ist und ist verbrannt. Passiert. Ich könnte natürlich mit Deckelchen arbeiten, aber das ist einem irgendwann mal egal. Man putzt das dann einmal im Jahr, dann ist es wieder sauber und passt. Also ist jetzt nicht irgendetwas, was so schlimm aussehen würde und schon gar nicht stinkt das irgendwie in der ganzen Ewigkeit. Das passt schon. Ich muss sogar sagen, diese Platten sind sehr pflegeleicht. Ich putze meinen Ofen, die Platte, einmal im Jahr. Wirklich wahr. Einmal im Jahr mit einem ganz feinen Sandpapier und dann bestreiche ich das einmal mit Öl, dass es einmal nochmal einbrennt und das ist wie neu. Mein normaler Elektroherd musste ich nach jedem Kochen, wo etwas bisschen übergelaufen ist, mordsmäßig schrubben. Also ganz ehrlich, das ist bei dem mit Putzen, da bin ich vielleicht nur bei 5%, nicht mehr von einem Elektroherd. Also da sind die viel, viel Reinigungsarbeits, das ist einfach weniger. Sind nicht so arbeitsintensiv wie ein normaler Ofen. Da muss man nicht so viel reinigen. Zum Glück. Es ist auch nicht schlimm, wenn mal hier ein bisschen was verraucht ist oder sonst etwas. Es klebt nicht. Es gibt keine Schmauchspuren oder so. Es ist nicht so, wie die Leute sich vorstellen, dass die eine ganze Menge Dreck machen. Das tun sie nicht. Das hält sich alles wirklich auf einem alle niedrigen Niveau. Also ich bin mit diesem Ofen sehr zufrieden. Ich verwende ihn komplettes halbes Jahr. Also bei mir rennt er wirklich so von Oktober bis Ostern. Jetzt haben wir schon April und es ist immer noch kalt und ich heize ja immer noch sozusagen, ich koche auch immer noch ausschließlich drauf. Da drinnen ist nämlich auch noch halt, das sind die Reste von meinen Wildschweinbraten von gestern. Und von daher, ich kann es nur empfehlen, da drauf zu kochen. Es gibt viele Vorbehalte und Menschen trauen sich nicht, das ist wirklich grundlos. Ihr werdet sehen, es ist simpel. Ich hoffe mal, ich habe euch ein bisschen Unterstützung geben können, dass ihr wisst, wie man die Hitze reguliert, wie man das mit den verschiedenen Töpfen so spielt und wie man welche Anforderungen und wie man das, wie man die Backtemperatur und unregelmäßiges Backen so ein bisschen überlisten kann. Was noch zum Backofen vielleicht zu sagen ist, was der normale Elektroherd nur unter einem enormen Energieaufwand schafft, ist zum Beispiel Trocknen von Kräuter. Da muss man auf 40 Grad und dann muss man das aufhaben und es kostet Haufen Strom und es dauert Ewigkeit. Der Ofen ist im Herbst einfach über eh an und man lässt das Backfach einfach auf und hier drin haben wir so dann Temperaturen zwischen 30 und 40 Grad. Und das ist für Kräuter ideal. Die werden wirklich wunderbar drin trocken. Genauso wie auch Pilze. Also eignet sich praktisch geöffnetes Backfach ideal zum Trocknen. Das nochmal so als eine Anmerkung, wie man den Ofen auch nochmal andersweitig nutzen kann. Ja, so viel dazu. Sag's mal so, es gibt nicht viel mehr dazu zu sagen. Das sind alles so Feinheiten, die spielen nicht ins Gewicht. Also, wenn ihr euch so einen Ofen zulegt,
Ich kann euch nur beglückwünschen. Es ist wirklich die richtige Entscheidung. Ich habe es nie bereut und ich würde mir jede Zeit wieder so einen Ofen kaufen. Das Schöne ist es, ihr kauft euch wahrscheinlich nur einen im Leben. Der überlebt euch und eure Kinder. Also gut, macht's gut, Leute. Euch eine schöne Zeit. Bis demnächst. Ciao, ciao.